Ja, hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Michael Schlögel und ich zeige euch verschiedene Techniken hier am Kapodrom und Störodrom hier in Frankreich, hier am Wasser live, unter anderem hier gleich mal ein Live-Drill von Manebeck. Wir gehen dann mal von Person zu Person und zeigen dann ein paar Techniken und dabei testen wir unsere neue MS-Produkte, gerade für die neue Saison. Auf der Anspruch werden die ja vorgestellt und das geht jetzt schon in die Endphase. Wir schauen mal live zu. Manfred, auf was hast du denn jetzt gefangen? Pellets. Pellets, ja? Ja. Sind das jetzt 6, 8 mm? 8 mm Pellets. Rot. Das sind so die typischen Messetkarpfen hier am See, ne? Ja. Dann gucken wir uns mal das Fisch an. Also hier im Kapodrom ist es Pflicht, mit der Karpfenmatte ans Wasser zu kommen. Und das wird jetzt hier sauber erledigt. Rute zur Seite gelegt. Und der Fisch, der ist meist vorne in der Lippe gehakt, also sehr fischfreundlich. Und dann wird er wieder präsentiert kurz. Und dann wird er wieder zurückgesetzt. So, ich sitze jetzt hier auf dem Manne sein Sitz hier. Und wir haben heute sehr viele Boilies hier im Einsatz. Ihr seht da ganz verschiedene Typen. Klassifizierung von 8er, 10er mm, Unterscheidung in ihren Farben. Und da versuchen wir natürlich den besten Boil rauszufinden, aber das kann man meistens hier oder in den meisten Gewässern nicht sagen. Man muss meistens immer eine ganz große Anzahl, eine Vielzahl von unterschiedlichen Typen mit am Wasser haben. Und was an dem Tag geht, das weiß keiner genau. Das muss man selbst dann ausprobieren. In dem Fall hat er jede Menge hier. Man sieht es schon, das sind allein schon 16 verschiedene Varianten, nur an Boilies. Dazu kommen noch Pellets. Pellets wird hier sehr gerne in den Kapodroms gefüttert. Deswegen haben die Messetangler, wie hier auch der Mann, hier eingeweichte 2 mm Pellets dabei. Dann hier noch ganz speziellen dunklen, noch ölhaltigere Pellets. Wie das Ganze funktioniert, zeigt danach uns mal Mann. Und dann sind wir hier soweit schon mal fertig. Also gehen wir mal rüber zum anderen Part. Hier kommt ein, sind wir am Testen an einem neuen Fischmehl. Also der Manne, der fischt mit Pellets. Und der Felix, der versucht es dann gleich mal mit einem grünen Fischmehlmix, dass auch die Konsistenz im Korb stimmt, dass es sofort unten sich auflöst, dass das Futter passiv ist, dass es fein ist, dass da keine Klümpchen mehr im Korb hängen. Das ist alles wichtig für einen guten Messetmix. Und da sind wir natürlich gerade jetzt dabei, das Ganze nochmal richtig auszutesten. Und da schwenken wir mal kurz rüber zu seinen Dosen. Da sieht es etwas wüster aus als beim ordentlichen Mann, aber das hat nichts zu sagen. Es ist immer entscheidend, was im Netz nachher ist. In dem Fall auch verschiedene Pellets. Man braucht hier keinen riesen Kasten mitzuführen, eigentlich nur ein paar Lebendköder. Hat so ein paar Haken dabei, den Haken kann man vor Ort binden mit einem Quick-Stop-System. Kriegt man das sehr gut geregelt und er wird dann mit dem Fischmehl jetzt mal sein Glück versuchen. Nachher werten wir das Ganze einfach mal aus. Gehen nachher, schwenken wir dann auch rüber denn zum Burkhard und seinem Sohn. Der fischt dann mit dem Wackler. Zeigen wir auch mal gleich ein paar Sequenzen. So. Normalerweise wollte ich jetzt zum Burkhard schwenken, aber hier geht voll die Post ab. Hier ist Action angesagt. Hier sind wir bei Burkhard angelangt. Und er drillt. Ja, es könnte ein Stör sein. Schauen wir mal. Burkhard, was hast du drauf gehabt jetzt hier? Lachs. Lachsschnitte. Ein ungewöhnlicher Köder, aber man sieht es hier an der Packung.
Können wir nachher mal kurz drauf schwenken. Aber wichtig ist, dass man den erstmal zu Gesicht bekommt. Schade. Bei den Stören ist es immer so, Burkhard, meistens hängen sie auch immer quer. Die haben durch ihren Schnabel eine ganz spezielle Form. Das Maul ist unten und der schubst erstmal das Futter an. Und man bekommt sehr viel Fellbisse. Und wenn da mal einer hängt, dann hängt er oft auch nicht im Maul. Und das ist sagen wir, das Risiko oder das Glücksspiel, das man dann hat, ob man den dann rausbekommt oder nicht. Wir fangen noch ein. Kommen wir gerade näher, dann sieht man mal, wie das geht. Hier sind also richtig kein abgelaufener Lachs. Das ist ein Schnitt geschnitten. Dann nimmt er das Pelletband, spreizt das Ganze mit seinen zwei Fingern, Zeigefinger, Daumen, quetscht es zusammen. Hier ist ein 4-Gramm-Schrot. 4-Gramm-Schwimmer ist es auch, ne? Vier ganz einfache Methode, aber sehr effektiv. Und hier hat er eben den Stör verloren. Wirft er raus, Entfernung so 25-30 Meter, ist jetzt schon ein bisschen Gegenwind. Schnur wird unter Wasser gezogen und hier wird eben mit Laufpose geangelt. Mit was fütterst du an hier? Speziell? Das sind hier die Pellets, ja, die ich immer mitgebracht habe. Die sind vorher eingeweicht. Hast du die einen Tag vorher oder kurz vorher eingeweicht? Und mit Schleuder oder was? Schleuder. Hier sind ist die Schleuder und dann ganz normal geknetet, ne? Ja. So und ganz normal geknetet. Und wie ist der Fütterungsrhythmus auf Stör? Ich stehe da so alle 10 Minuten für zwei Bälle, die lasse ich oben aufplatzen. Da war wieder ein Biss. Wir haben jetzt den Platz gefunden. Jetzt kommen langsam die Störe am Platz. Hoffen wir mal, dass wir da was zeigen können. Das ist das Problem. Also bei Störe hat man doch eher Fehlbisse. Ja, viele Fehlbisse. Man sieht hier ganz schwach, hat man gesehen, dass der dran genuckelt hat. Die Fetzen hängen schon da unten. Wie groß war jetzt schon hier dein größter Stör hier, Burkhard? 1,50 Meter. 1,50 Meter, was ist das an Gewicht? So 16 Kilo. 16 Kilo ist schon gutes Gewicht. Und was für Hauptschnur fischst du da? 22. 14. Ja. Und 10er Haken. Und 10er Haken. Jetzt erhöhst du den Futterrhythmus, ja, wenn die Fische da sind? Da. Und normalerweise macht man so 3-4 Fehlbisse und dann hängt mal einer. Ja. Marcel ist auch einer der versierten Stippangler, der deutschen Jungangler. Und der zeigt jetzt mal kurz die Montage. Du versuchst dein Glück mit der 13 Meter Stippe. Was habt ihr schon in der Vergangenheit hier vorne gefangen? Karpfen oder? Karpfen, Störe. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Gegenwind auf, das kann ganz gut sein. Dann drückt der Fisch geht dem Futter nach. Das ist ein warmer Wind. Kann jetzt sein, dass jetzt die erste Bisse eintrudeln. Wir haben ja vorher draußen gefüttert und da war erstmal sehr schlecht. Der Schwimmer, wie schwer ist der jetzt? Das ist ein 4x12 Schwimmer, der hat ungefähr 0,2 Gramm. Er muss ein stabiler sein auf Karpfen. Gummizug hast du 2,8. Drin? 2,8. Wir zeigen das mal ganz kurz. Das ist ein Spider-System mit zum schnellen Ein- und Aushängen. Dicker Stonfo-Konnektor. Setzt sich hier rein. Sehr kurz gehalten, hast du aufgelegt. Also die Schrote sind leicht aufgelegt, sehr kurz gehalten das Ganze. Die Montage ist eigentlich ganz simpel, das sind dann 10er Schrote oder so, 9er Schrote in dem Fall, 4 Stück, 15 cm Vorfach. Lunchenmeat ist das, ja, am 10er Haken und die Schnur ist durchgehend geknüpft, wie dick? 20 und hier hast du dann, sieht man schon, den Puller-Kit selbst gebaut.
dass man den Fisch schneller beibekommt. Okay, schieb mal raus, wird schnell rausgeschoben. Aufpassen, dass sich das nicht verwickelt. Und kurz rausgeschnickt. Und wie ist denn hier bei dir der Futterrhythmus? Du hast jetzt mit am Platz, sehe ich, Pellets, eingeweichter Mais, Lebenköder, Maisflocken hier. Und zu Beginn, wie hast du da angefangen? Also, 5, 6 Pool Cup Maisflocke. Ja. Dann noch ein Pool Cup Pellet und Kichererbsen, Frühstücksfleisch und Mais. Auf 13 Meter Bahn. Jeweils ein Pool Cup? Von Pellet 2 Pool Cup, hier von 5, 6 Pool Cup und da zusammen ein Pool Cup. Mhm. Und dann erstmal ruhen lassen oder schießt du regelmäßig, gehen die Fische auf Geräusch? Ich schieße regelmäßig Pellet. Ja. Zeig mal gerade, wie das geht. Hut ist abgelegt, hier ist das Supportbar. Das ist und im Sommer, da reagiert der Fisch sehr oft auf Geräusch. Da muss man permanent schießen, gerade in dem flachen Wasser. Und wenn die Fische dann einmal kommen, dann geht es natürlich Schlag auf Schlag. Okay, dann viel Glück noch. So, Felix, was hast du als Köder drauf? 10 mm Bauli drauf. 10 mm, 10er Haken vermutlich. Ja. Kleiner Karpfen. Kleiner Satzkarpfen. So, Rute wird dann abgelegt. Und zeigt mal den Fisch hier. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wo du jetzt mehr Bisse bekommst oder weniger? Oder? Also auf Fischmehl habe ich jetzt probiert, da war es nicht so gut. Ja. Jetzt habe ich pure Pellets, kleine. Ja. 2 mm. Mhm. Da sind mehr Bisse geworden. Gut, das hält den Fisch natürlich länger am Platz. Mit dem Fischmehl lockt man erstmal die Fische. So, jetzt bestückst du schon wieder. Ja. 10 mm Body in Gelb. Und dann zeigen wir mal das Ganze, wie das funktioniert. Da kommen wir mal hier etwas näher. So, da ist die Form. Genau. Also im Boden kommt immer erst eine kleine Schicht Pellets. Da kommt der Hakenköder drauf. Dann wird die Form gefüllt. Und dann wird der Korb draufgepresst. Und hinten mit der Feder rausgedrückt. So, der Clou der ganzen Geschichte ist, der muss jetzt den Wurf standhalten. Das komplette Pellets müssen runter auf Grund. Wenn, dann kann man so, ist es optimal, wenn man dann schon im Absinken einen Biss bekommt. Das heißt, der Boil ist schon freigegeben. Wenn man jetzt einen Fehlbiss hat und holt raus, dann muss man sehen, dass jetzt keine Restpartikel mehr im Messet zu sehen sind. Dann stimmt die Konsistenz. Dann haben wir die richtige Konsistenz gewählt mit der Wasserzubereitung etc. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Hier der Rücklauf drin. Ja. Monoschnur. In der Schnurkleber habe ich mich markiert. Wenn man auch mal das mal auslösen muss bei den Karpfen, dass ich gleich wieder die richtige Stelle finde. Dann gucken wir uns beim nächsten Mal den Biss an. Es gibt auch sehr viele Schnurbisse hier. Es ist ein sehr hoher Karpfenbestand. Und da erklärt uns dann der Felix dann, wann man denn die Rute annimmt, sagt man, anschlagen. Tut man da nicht bei dem Messed Feeder. Wenn man da annimmt im richtigen Moment
Und die Unterscheidung zwischen einem Faulhugt, also wenn einer an der Flosse vielleicht gehakt ist, ob einer im Maul hängt oder ob einer einfach in die Schnur schwimmt, das Ganze muss man lesen an der Spitze. Und da sagt ja der Felix nachher mal. Auch Manni hat einer, er denkt, er hat jetzt einen Stör, mal sehen. Mal heute den ersten Stör sehen. Hat nämlich Lachs drauf. Das ist ein teures Fischen, Mann, heute mit Lachs. Zu teuer vom Schwabe. Ja. Vor allem kein abgelaufener Lachs, ne? Frischen. Können wir gut essen. So, jetzt sehen wir hier einen Dublettendrill. Hoffen wir, dass wir beide im Netz sehen. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 10-mal gesagt. Na, der ist etwas größer jetzt, Felix, ja. Gelber Beule jetzt drauf. 10 mm. In der Regel braucht man eigentlich nur 8 oder 10 mm Beule für die Messgeschichte. Vorfach muss man dann nach der Fischgröße wählen, bis 27, 30 sogar, ab 18 aufwärts, vom 16er Haken größer werden bis zum 10er. Das ist ein kleiner Stör. Ist ein kleiner, aber wir sind froh, dass wir den heute auf dem Bild bekommen. Hoffe ich zumindest. Klasse Manni heute. Ja, das ist noch ein kleiner Stör hier, was man so hört, aber wir sind froh, dass er jetzt drin ist. Prima, Mann. Hat zwar ein bisschen länger gedauert mit dem Biss, aber es hat sich gelohnt mit dem Lachs. Da hat der Felix natürlich schon wieder 3-4 Karpfen gefangen in der Zeit, aber du warst ja spezialisiert jetzt auf den Lachs und bist jetzt auch belohnt worden. Jetzt gucken wir uns den mal an. Also das ist ob der richtig gehakt worden ist. Na, oh, Mann, nimm mir mal. Und wo hängt der? Ja, hängt voll im Mund. Hat voll im Maul gehakt. Prima. So, nimm mal einen Stör, Mann, zeig's mal. Hier so. Da ist er ruhig. Das so. So, dann machen wir ein schönes Foto und dann kommt er wieder. Ja, er hat nicht viel Schleim, aber er hat doch Kraft. Das ist gutes Muskelfleisch. Prima. Hier geht es live schon weiter zum Felix. Ihr seht, liebe Zuschauer, ihr werdet hier richtig verwöhnt mit Fisch. Und es funktioniert alles gut. Gute Abstimmung des Geräts. Zielfisch gefangen mit Lachs von Manne eben. Und hier wieder wahrscheinlich Karpfen auf Boilies, ne? Felix, Boilies. Ja, ich hoffe, ihr habt genug Fische gesehen im Drill, ein paar Sequenzen von verschiedenen Techniken. Ich möchte mich hier bei diesem schönen Wetter hier von euch verabschieden und es wird mit Sicherheit wieder etliche oder einige Filme dieser Art von mir kommen. Ich wünsche euch noch viel Petri Heil.